Wenn es so weitergeht, sind bald weltweit die Heilkräuter verboten und man kommt ins Gefängnis dafür, wenn man sie sammelt. Alexander Cook ganz erschrocken. Wir haben einen Kommentar bekommen unter unserem Heilkräuter-Video zum Thema Petersilie, dass das Giftpflanze des Jahres ist, ja. Und da hat jemand geschrieben aus der Schweiz, ne? Denkt immer, Schweiz, freies Land, gehen wir doch alle in die Schweiz. Ja. Ich lese mal vor, was die liebe Momé, ich glaube, es ist eine Frau, eine Kräuterhexe ist immer eine Frau, geschrieben hat. Kräuter sammeln auch verboten in der Schweiz. Ich wurde angezeigt, weil ich Brennnesseln, Spitzwegerich und Weißdorn gesammelt habe. Nicht von den Eigentümern der Wald- und Wiesenflächen, sondern von Hundehaltern, die mich beobachtet haben beim Sammeln. Auf meiner Terrasse habe ich Beifuß und Wermut in Kübeln. Da wurde mir auch gesagt, dass das verboten ist. Gemüse anpflanzen in Anzuchtbecken oder Hochbeete auch verboten. Leute haben nichts Besseres zu tun, als ständig zu schauen, wer hat und macht, um anzuzeigen. Es wird einem alles verunmöglicht. Solange es Leute gibt, die den Behörden und Regierungen zudienen, indem sie ihre Mitmenschen ständig denunzieren, werden die Einschränkungen weiter zunehmen. Und ja, Petersilie ist sehr gesund, darum wollen sie es verbieten. Jo, das sind natürlich jetzt Zustände, die sind nicht mehr feierlich. Wenn du überlegst, also wir hatten ja unter diesen Heilpflanzen-Videos ganz viele Kommentare so, ja, dann bestelle ich es halt als Hundefutter, dann bestelle ich es halt als Kräuterzusatz, dann mache ich es halt selber, dann gehe ich halt selber raus und pflanze das oder ich sammle das und so. Aber man sieht ja, der Dame hier ist, die ist sogar angezeigt worden, weil sie wild wachsende Sachen, spitzwegerig, wo gehen wir? Spitzwegerig. Hat sie gepflanzt, ne? Gesammelt hat sie, nee, Brennnesseln, spitzwegerig und Weißdorn. Also sowas, also unglaublich. Also ich weiß noch, als wir noch in Deutschland gewohnt haben, der hat auf dem Nachbargrundstück, war spitzwegerig. Also wenn ich den jetzt rausgerissen hätte, hätte mich theoretisch jemand anzeigen können. Also weiß ich auch gar nicht, was ich damit machen will. Vielleicht will ich es ja einfach nur wegschmeißen. Also was ist denn das? Wo kommt man da hin? Also das ist ja unglaublich. Ja. Also bin ich echt schockiert, dass es jetzt schon so weit ist. Vor allem jetzt auch eben, ne, in der Schweiz. Hätte ich vor allem nicht gedacht, ne? Ja, aber dass die Leute da auch so sind, ne? Ja, ja. So dieses Denunzieren. Ja. Es ist da auch gar nicht so einfach, an hochwertige zum Beispiel auch Nahrungsergänzungsmittel zu kommen, weil du kannst ja nicht einfach von Amazon Deutschland Sachen bestellen. Hatte ich immer wieder, ja, könnt ihr das auch in die Schweiz liefern und so. Ja, schwierig und so. Und da muss auch was anderes draufstehen. Da gibt es wieder andere Regularien. Und es ist auch sehr teuer halt. Ne? Die Versandkosten sind ja auch sehr teuer. Ja, ja, und vor allem muss es eigentlich durch den Zoll. Also viele, die in der Schweiz wohnen, haben irgendwelche so Postboxen hinter der Grenze, fahren rüber und holen sich es dann. Also es gibt ja auch viele Leute, die gehen einkaufen bei Aldi oder Lidl in Deutschland. Aber wenn du mitten in der Schweiz wohnst, geht das natürlich auch nicht. Ja? Und vor allem kann es ja auch sein, dass du dann wirst du durchsucht und dann kriegst du es wieder abgenommen. Irgendwelche. Ja, oder kriegst dann noch irgendwas, ne? Strafverfahren oder was weiß ich, anhalt. Naja. Aber so krass, dass das da schon jetzt verboten ist, laut der Aussage der Dame hier. Und es wird immer, immer mehr. Ne? Wir hatten ja auch dieses Insektenvideo gemacht, dass jetzt Insekten halt untergemischt werden dürfen in Lebensmittel. Und wir haben auch ganz viel zugeschickt bekommen von Bekannten, wo das überall schon drin ist. Ne? Mm. Shellac sind ja auch irgendwelche. Läuse. Nein, Shellac sind die Exkremente oder die Ausscheidung von gewissen Käfern. Ah, okay. Was in Campari drin ist, ist ja... Das ist die Laus, genau. Genau, diese Laus, die dann diesen Rot, Kaminrot nennt sich das, ja. Dann gibt es ja schon längere Zeit zwei weitere. Ich glaube, es waren Mehlwürmer und noch irgendwas, was erlaubt ist. Ja. Und jetzt diese zwei neuen Sachen und dann sollen ja noch mehr kommen. Also es geht immer mehr in das Industrielle und sie wollen uns halt einfach die Natur wegnehmen. Ne? Mhm. Es gibt aber spezielle Länder, Entschuldigung, wenn ich das sagen darf, es gibt ein paar oder ein Land, von dem ich gelesen habe, das verboten hat Zusätze, also so also Käfer in Lebensmittel zuzusetzen. Und das ist ein Land, mit dem sich Deutschland jetzt gerade irgendwie ziemlich überworfen hat. Das war unter anderem Katar, aber die Türkei hat auch keine Insekten erlaubt. Nee. Es sind einige Länder, die explizit sagen, nee, wir haben das jetzt nicht erlaubt. Wir wollen das nicht, ja. Genau. Es ist aber die Frage, wenn man hier jetzt zum Beispiel
Ich glaube, bei M&M's ist Shellac auch drin in Deutschland. Ich bin mir nicht 100% sicher. Ich hatte so eine Liste geschickt bekommen von Freunden von uns, wo ich dachte, oh, da ist das drin, da ist das drin. Das war mir auch nicht bewusst. Ne? Ja. Also müsst die Zutatenliste wirklich gut durchlesen. Am besten haben auch viele Leute als Kommentar unter unsere Heilkräuter-Videos oder auch diese Insektenvideo geschrieben. Ja, dann mache ich mir halt alles jetzt wieder selber. Ne? Backe ich mir meinen eigenen Kuchen, dann mahle ich mir mein eigenes Mehl und so. Aber die meisten Leute haben halt heutzutage überhaupt keine Zeit mehr, so viel selbst zu machen. Ne? Ja. Man ist ja so im Stress und kommt da überhaupt nicht nach. Das wollen sie ja auch, dass alle am Rande ticken. Ja. Und ja, auf jeden Fall hat mich der Kommentar sehr, sehr erschrocken. Ne? Und das zeigt auch wieder, dass man sich wirklich so ganzheitlich so ein bisschen informieren muss, wenn man halt auch auswandert oder in ein anderes Land geht oder spielt mit den Gedanken, wie sieht's aus bei dem, was ich persönlich gut finde. Ne? Ja, ja. Wenn euch das nicht interessiert, dann ist die Schweiz vielleicht cool, ja, und ihr seid vielleicht ein Pfleger, der jetzt in Deutschland nicht mehr arbeiten konnte, der wird da mit Kusshand genommen, ja, aber wenn ihr gerne dann Heilkräuter pflanzt und und sammelt im Wald, ja, das ist dann schon wieder ein Problem, ja. Und was mich auch schockiert, ist, dass hier anscheinend die Schweizer auch gerne mal die Leute anschwärzen. Ja, ja, das meinte ich ja eben. Also das hätte ich jetzt tatsächlich auch nicht gedacht. Ich dachte, die sind sehr so freiheitsliebend und lassen ihre Mitbürger oder ihre, ja doch, ihre Mitbürger untereinander, dass die sich in Ruhe lassen, ne? Dass dieses Denunziantenstadel, dass es da so auch um sich greift, das hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht, ja. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ist euch sowas schon mal passiert, wie seid ihr denunziert worden in Deutschland, und Leute aus der Schweiz, könnt ihr mal bestätigen, ob das wirklich so ist mit den Heilkräutern oder ist das hier nur Fake News oder so, würde mich echt interessieren, aber ich glaube natürlich unseren Zuschauern, aber vielleicht sehr regional können, wahrscheinlich auch unterschiedlich. Wer weiß, gibt es ja verschiedene Kantone, also ja, keine Ahnung, schreibt doch mal bitte drunter, wie ihr das seht.